Guten Tag, liebe Leute. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Spider-Man. Mein Name ist Dennis. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Home sweet home. Ab nach Hause ist die nächste Mission. Aber weißt du was? Ich habe eigentlich Bock auf eine Baustelle, wa? Wir müssen mal ganz kurz gucken. Wie viel haben wir denn jetzt aufgedeckt? Ach du heilige Brombeere, da fehlt ja noch voll viel. Was ist das denn? Anscheinend haben die Geschäfte... Es gibt also Tweets immer im Spiel. Habt ihr das gesehen gerade? Ist voll geil. Hier. Anscheinend haben die Geschäfte heute länger geöffnet. Oh, wir haben 15,3 Millionen Fans. Willkommen in meinem Leben. So. Willkommen in meinem Nicht-Leben. 15 Millionen? Ey. Ich würde M4 scheißen. Was? So, hier ist der Rucksack. Den können wir direkt mitnehmen. Dann packen wir in den Tasche. Ich dachte gerade von da oben, das wäre ein Klo. Warte, wo ist der? Da. Nee, warte mal. Hä? Wo ist dieser Rucksack? Hä? Egal. Da vorne gibt es Probleme. Dann gehen wir erstmal dahin. Den können wir gleich noch holen. Ich habe halt echt Angst vor diesen Dämonen, Leute, ne? Die sind viel zu stark, ey. Drogenhandel und Kriminelle. Die sind ein Herz und eine Seele. Ah, es ist echt so! Oh, Kollege, okay. Oh. Oh, ehrlich gesagt, der Bock. Bin ich kein Fan der Pharma-Riesen. Vor allem keine Hinterhof-Pharma-Riesen. Dumm von dir. Au, 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 der Dicke. Lass mich in Ruhe, Tobi. Aua. Alter, was? Okay, wir werden sehen, Kollege Bratwurst. Haben wir irgendwas zu werfen? Okay, der Dicke, der ist ein bisschen... Wo geht der jetzt hin? Wenn der hochkommt, ist gut. Hey, wo kommst du denn her? Eieiei. Ja, komm mal, komm mal, komm mal, komm her. Ja. Tschüss. So, ihr die Nächste, oder was? Woo, baby. Oh, ey, oh. Und du, oder? Oh nein, Mann, bist du jetzt down, oder was? Den Dealern die Seele aus dem Leib zu prügeln, ist meine Antidroge. Ja. Eine weitere Mission erfüllt. Als ich anfing, habe ich die Ganoven eingesponnen und einen Zettel für die Cops dagelassen. Jetzt sind es nur noch SMS. Wie unpersönlich. Richtig. Whee. So, wo war der Rucksack jetzt? Da vorne. Ja, aber wo? Ich check's nicht. Der soll hier sein. Leute, das ist doch ein... It's a trap. Ach, weißt du was? Macht doch, was ihr wollt. Bester Spider-Man. Macht, was ihr wollt. Ich bin weg, jo. Übrigens, danke an alle, die immer hier einschalten und dieses Let's Play verfolgen. Ja, wir werden Spider-Man durchspielen. Ich hab's versprochen und ich zieh's auch durch. Und ich find's auch geil. Oh nein, nicht die Dämonen. Nicht die Dämonen. Okay, das müssen wir nutzen. Wo, 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 wo? Okay, das ist ganz gefährlich. Alter, die haben... Oh. Alter, das gibt's doch nicht. Ich krieg diese Dämonen nie fertig, Leute. Ich krieg die einfach nicht umgenockt. Die sind mir viel zu stark. Ich geh jetzt nach Hause, meine Mami, dann alles sagen. So. Ah, ich krieg die nicht umgehauen. Ich mache einen EMP. Die sind mir noch zu stark. Ich geh jetzt nach Hause. Das ist die nächste Mission. Die erfülle ich jetzt. Gibt's doch nicht, ey. Kannst du ja nicht mal in Ruhe hier. Du musst erstmal zum Times. Timesquare schwingen hier. Entschuldigung. Ich bin heute gut drauf. So. Ich schwing mir einen ab. Kostümierten Irren der
angeblich eine Bank zerstört hat. Und nein, damit meine ich nicht Herman Schultz. Ich rede von Spider-Man. Schauen Sie, Schultz ist ein Berufsverbrecher, offensichtlich gestört. Er nennt sich selbst Schocker. Also erwarte ich nicht, dass er geistig normal handelt. Aber Spider-Man behauptet, er sei ein Held. Erzählt das den Bankangestellten, die jetzt arbeitslos sind, den Kunden, die unersetzliche Familienerbstücke in den Schließfächern hatten. Hätte er nicht warten können, bis Schulz vielleicht draußen ist, bevor er ihn angreift. Hey, auf den Sack. Sprich mit der Frau, Privatdetektiv. Alles okay, Ma'am? Carmen, mir geht's gut. Es geht um meinen Mann, Rodrigo. Er verhält sich seltsam und offenbar trifft er sich mit dieser Frau. Wow, hören Sie, ich bin keine große Hilfe bei Beziehungsproblemen. Das meine ich nicht. Sie hat mit bösen Leuten zu tun. Rodrigo könnte in Schwierigkeiten stecken. Er hat Angst, erzählt mir aber nichts. Ich sehe mir das an. Wo treffen Sie sich als nächstes? Heute Abend, Entgiftungsklinik Greenwich. Okay, keine Angst, Carmen. Ich finde heraus, was los ist. Okay, Mann. Gehe zur Entgiftungsklinik. Ma'am! Die Klinik ist in der Nähe. Ich bin gleich wieder da. Mal sehen, ob ich ihn finde. Was will es hier zu tun? Gibt noch eine neue Nebenmissionskampagne hier. Das ist ja alles richtig spannend. Hehehe. Ich plane übrigens tatsächlich doch im Winter nochmal nach New York zu fliegen. Für 5 Tage so einen Urlaub zu machen. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollte ich? Wenn das schlechter Foto Winkel. Ausgeht, muss gerade drauf. Dann rück raus mit den Plänen. Enden da hinten. Aber es ist zu weit weg, oder? Ist er im Weg? Alle da vielleicht hin? Ne, da war ich gerade. Oh, doch, das könnte klappen. Katsching! Gutes Foto! Sieht gut aus. Denk dran, wenn du petzt, veröffentliche ich das Foto. Pläne! Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen! Ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Worüber haben Sie gesprochen? Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Er ist Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen, aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, wenn ich kann. Okay, ich schaue mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Oi. Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Kein Sieht Vorsprung für mich mit aus. Gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Oder auch Zeit. Hast du sie? Ja. Sobald er das Foto sah, gab er klein bei. Rodrigo ist ein Weichei. Wird den Boss freuen. Zeig mal die Pläne. Um auf die Decke zu zielen und dann. Was? Wo soll ich hinschwingen? Ja, genau so gefällt mir das. Was? Drücke L2, um auf die Decke zu zielen? Ja, ah, ich verstehe. Halt doch das Maul! Ja! Spidey, du bist wohl der Held! Junge, ich mach doch hier gerade ein. Ich mach hier Undercover-Mission. Okay, weil ich war ein bisschen offensichtlich. Und er schreit da, Spidey, du bist mein Held. Schreit doch noch lauter, wenn du mich siehst. Ich hab da extra einen Tarnanzug an, Mann. Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Solltest du nicht schwingen oder so? Oder auch Zeit. Hast du sie? Hab's. Ja, sobald er das Foto sah, gab er klein bei. Rodrigo ist ein Weichei. Wird den Boss freuen. Zeig mal die Pläne. Ja, genauso gefällt mir das. Ich muss los zum Zug. Will den Boss nicht warten lassen. Heute steigt unser größtes Ding aller Zeiten. Aber halt.
sein. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Na, wenn er läuft, dann kann ich hinterher rennen. Geht er zur U-Bahn? Nein, da sieht er mich. Ich muss ihn oberirdisch verfolgen. Wo steigt er nur aus? Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Okay, da ist er. Hinterher! Das finde ich ein bisschen doof im Spiel, bin ich ganz ehrlich, dass man nicht in den Untergrund kann. Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen sie mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangsterfilme. Klingt so. Ich lasse sie wissen, was ich finde. Ich häng mich am Zug. Oh, wir müssen ein bisschen schneller werden. Ja, komm, Spidey. Zack, zack. Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Das ist eine gute Idee. Jetzt mal Butter bei der Fische. Er geht zu diesem Bürogebäude. Ich darf da nicht rein. Oh, er nutzt einen Fahrstuhl. Wer braucht schon einen Fahrstuhl, Mann? Ach, hier, hier, hier. Ich hab die Pläne, Boss. Gut, der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte. Roman soll fahren? Er ist noch ein Kind. Ein Stück höher. Ja, das Kind meines Bruders. Wir können ihm vertrauen. Aha! Das läuft schon. Er holt gerade den Safe-Knacker. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn dann von Foto... Hä? Jetzt. Mann. Worauf noch? Runter. Schlechter Blickwinkel. Ich muss auf die andere Seite. Fällt gar nicht auf, dass ich hier rumkletter. Gut, Roman ist bereit und wir sind spät dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. Hoffentlich nicht das Klo. Hä? Ich habe jetzt alle Beweise. Ich muss jetzt nur noch dieses Auto aufhalten. Dann machen wir mal. Spider-Man schießt man nicht, Leute. Dass ihr das nicht gelernt habt. Kollege! Oh ja! Und den nächsten. Oh shit. Gibt anscheinend mehrere Feinde in der Stadt. Aua. Kann man hier nicht mit EMP stoppen? Würde mich interessieren. Natürlich geht das nicht. Tschüss! Boah! Ich liebe es, wenn ein Plan schief geht. Hey Carmen,
Der Kumpel ihres Mannes und sein Team reisen nun doch nicht ins wunderschöne Atlantic City. Danke sehr. Ich habe mit Rodrigo geredet. Auf dem Erpressungsfoto sieht man, wie er das Sean am Abend des Überfalls fährt. Aber Rodrigo wusste von nichts. Er hat nur einen Freund abgeholt. Ich kenne eine Polizistin. Sie wird Rodrigo helfen. Besonders, wenn er wegen der Erpressung aussagt. Wird er. Sonst muss er von mir weit mehr Angst haben als vor diesem Deshaun. Danke, Spider-Man. Yeah. Abgeschlossen. Wuhu! Anzugkraft bereit. Also ja. So, ich gehe mal ganz kurz zur unserer wunderschönen Mission. Ah, die ist aber ein Stück. Aber da schwingen wir uns im nächtlichen New York gerne mal rüber. Zack. Was ich sagen wollte ist, ich würde es besser finden, wenn es auch das Untergrundnetz in New York geben würde. Weißt du? Oh nein, ich habe wieder die. Alter. Und werde ich schaffen? Gib mir deine Waffe! Haben wir alle? Wieso brauchen die Dämonen so viel Geld? Boah. Endlich mal die Dämonen geschlagen. Oh, die Cops kommen. Ich bin weg! Oh. Endlich mal die Dämonen geschlagen. Wurde mal Zeit. Ja, EMP muss ich halt viel mehr nutzen. Schön hier am Central Park. Geil. So, wir sind jetzt gleich da. Bald ist es nicht mehr. Ah, doch. Hätten auch mal die U-Bahn nehmen können. Aber egal. Wenn man schon Spider-Man ist, dann nutzt man doch nicht die U-Bahn. Ah, guck mal hier. Geil. Radio Rock City. Das ist, ganz bekannt in New York City, das hier. Da habe ich damals, J-Lo gesehen. Hier, Jennifer, wie heißt sie? Das hier ist übrigens das Rockefeller Center, das hier. Hier steht immer der große Weihnachtsbaum. Genau hier. Und wenn man dann links... Sorry. Wenn man dann hier links hochgeht, ist ein Lego Store. Ja. Aber das ist das Rockefeller Center. Und wer mein Vlog gesehen hat, der weiß, dass ich von da oben mal einen Livestream gemacht habe. Mit 275 Meter Höhe. Interessant. Warte mal, wir können den Turm hier noch mitnehmen. Jetzt renn, Kollege. Zack, 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 nimm die Beine in die Hand. Renn wie ein Flitzebogen. Boah, wie hoch ist denn dieser Turm hier? Entschlüsseln. Ah! Manhattan Bridge. Midtown. Da hinten der Avenger Tower, ey. Aber ich muss mal ganz kurz das Fahrzeug da unten stoppen. Wir müssen noch diese Sidequest ruhig machen. Wir sind Spider-Man, Mann. Kollege! Okay, dafür gibt es keine 5 Sterne! Das ist wirklich dreist! Bis dann! Da ist der Fahrer noch! Oh mein Gott! Oh, ja! Nein!
Hör! Da kommt noch mehr. Noch mehr? Für Verbrecher haben die wirklich viele soziale Kontakte. Ja, weiß ich das nicht? Nimm nächstes Mal ein Taxi, Kollege. Yeah, Baby! Puh. So viel zur Gang, die nur Zickzack kann. So, da geht's weiter. Mann, ich komme ja gar nicht zu meinem Zuhause hier. Musst du die ganze Zeit alles aufräumen, ey, wie ein Trümmerfeld. So. Taxi! Oh, schönes Gebäude. Fisk. Alle Officer, ein Überfall wurde gemeldet. Officer benötigt bei Turtle Bay. Wo? Da unten. Na gut, komm. Da wird jemand ausgeraubt. Wer will ein Foto? Hat Superkräfte, das ist nicht fair! Hey! Gut so, Spike. Zeig's ihn. Was? Kennst du den hier, Kollege? Opa! Das war's schon? Backschein! Wie wirken die Diebe ein bisschen nachlässig in letzter Zeit? Ist echt so, ne? Wir knocken die alle so easy aus. Außer die Dämonen. Die sind mir ein bisschen krass. So. Weiter geht's! Wir haben ein Ziel, aber wir werden immer wieder aufgehalten. Eieieiei. Es macht ja auch Laune. So ist es ja nicht. So. Da ist Home Sweet Home. Endlich. Oh nein, da ist schon wieder ein... Egal. Ich bin jetzt nicht da. Aber ein Spider-Man braucht mal Pause. Das ist geil, wenn er so in sein Fenster reinschwingt, ne? Oh, das war gut platziert. Endlich zu Hause, liebe Freunde. So. Wir gehen mal rein. Mal gucken, was uns in unseren vier Wänden erwartet. Vielleicht Mary Jane? I don't know. The innovation race is on its last day, and it is down to the wire. Thousands of eager fans are gathered for the final laps of this unexpectedly close race. Sierra Knox is expert. Verdammt. Ja, hi. Ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Moment. Äh, 64476. Route 33, der Laster ist schon durch. Wenn Ihr Zeug nicht da ist, haben Sie Pech. Halt, halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Mal gucken. Okay, er sollte im Parkhaus stehen. Ecke Bowery und Grant. Okay, danke, Eddie. Willkommen, liebe Freunde. Parkhaus. Bowery und Grant. Kein Problem. Und ich darf euch auf alles andere kann ich verzichten. Aber ich muss meinen Spidey-Stick finden. Den hast du doch in der Hose. Was? Einen Speicherstick in einem 30 Tonnen schweren Müllwagen zu finden. Die Forschung mehrerer Jahre ist auf dem Stick. Alles, woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. Der kleine Spidey-Stick. Okay.
klar, ich kommentiere das eben. Wir finden ihn schon. So, der Truck ist da vorne, in einem Art Parkhaus soll er sein? In einem Peter Park Haus, der parkt im Peter Parker. Ach, komm. Da. Geh rein da. Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Auf der anderen Seite? Vielleicht komme ich anders rein. Aber wir kommen natürlich nicht einfach überall wo rein. Ja, das ist natürlich ein bisschen so die Sache. Wie lösen wir das denn jetzt? Nein! Beta-Bild, das bedeutet, dass es eine sehr frühe Fassung ist und natürlich nicht die finale Version von Hitman. Da kann Warner Bros. Und an die Entwickler von Hitman. Ja, wie soll ich denn da reinkommen? Übrigens die Möglichkeit gegeben haben, für euch das hier zu capturen. Also ruhig mal dafür ein Däumchen da lassen. Und wir werden Hitman. Ich meine, Spider-Man, wieso bricht ihr das Tor nicht einfach auf? Ja, in Livestream oder whatever. Von oben vielleicht. Ja, von oben. Außer, der kann gerne mal auf Instagram den Alter, warte, hier war irgendwo nur ein da. Und dort findet ihr das ein oder andere Bild oder ein Instagram. Okay, ich muss von außen da rein. Alles klar. Ja. Gut erledigt. Wenn ich nichts kaputt mache, ist das auch kein Einbruch. Richtig. Nein, das ist nicht richtig. Okay, kein Grund zur Panik. Vielleicht haben sie den Müll noch nicht abgeladen. Asozialen Aktion. Wir klauen nada. Und, jetzt ist Panik angesagt. Empire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry, ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Genau, wir bekommen klar, jetzt, ist möglich. Er kann überall im Westen von Chinatown sein. Sehr gut, dann mache ich mich auf den Weg. Aber ich hatte gedacht, komm, wir laufen. Das war jetzt erwartet. Ja, wie komme ich denn jetzt hier raus? In dieser Zeit, die ich dort. Ich denke mal da. Ist eigentlich unmöglich. Ihr seht da hinten. Wo es einen Eingang gibt, gibt es auch einen Ausgang. Hey, es ist nur eine Vermutung, aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? In irgendeinem kleinen Laden in der Nähe. Jerry's? Nein, zu weit nördlich. Ich meine das alte Jerry's. Oh, ach so. Nein, irgendwas mit L, glaube ich. Larry's? Ist an der East Side. Leo's. Leo's. Ja, das könnte... Moment, ich glaube, ich sehe die Laster. Danke, Eddie. Kein Thema. Ich hoffe, Sie finden Ihre Sachen. Es müssten einige Laster in der Nähe sein. Nein, mein Zeug ist nicht hier. Hier muss irgendwo ein anderer Laster sein. Es ist ja immer so eine Überraschung. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... Off the streets, into homes. Hier muss noch irgendwo ein Müllwagen sein. Warte, warte, warte. Hier vielleicht? Da hinten, da. Wir finden den. Wir finden unsere Sachen. Da ist das Fahrzeug. Wir bekommen jetzt eine Möglichkeit. Keine Spur von meinem Müll, aber... Was für ein interessanter Geruch. Eddie, Sie sind meine einzige Hoffnung. Noch immer nichts, was? Sind Sie sicher, dass Sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert wegen der Osborne-Kundgebung. Wenn der Laster der Route 35 ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage? Drüben bei der Manhattan Bridge. Beeilen Sie sich besser. Ja, Maddie, ey, stell mal vor, ich rufe die ganze Zeit einer und nerv dich. Aber gut, hier geht's ja auch um Klamotten, ne? Um Hab und Gut. Das wäre ja schlecht, wenn das alles weg ist. Wir sind gleich da, Leute. Wir kriegen unseren Müll. Aber eine interessante Mission auf jeden Fall. Müllwagen hinterher. Die Verbrennungsanlage. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Au! Wo könnte dieser Schaum sein? Wir müssen uns so ein bisschen umsehen. Auch bei Hitman 2 habt ihr die Möglichkeit, dass so ganz, ganz... Oh, sieht nach Ärger aus. Was machen die denn hier? Ey, die haben den Müllmänner geschlagen. Kollege! Was ist das denn für eine Nummer? Oh. Oh, jetzt aber. Wie komme ich da rein? Danke, Spider-Man. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Vermutlich werden noch mehr herkommen. Ich werde aufpassen. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar, nur zu. Ich mache mich an den Schadensbericht. Yo, Bro. Wünsche dir einen wunderschönen... Boah. Natürlich haben wir den nicht umgebracht. Haben wir uns aber die Möglichkeit... Hier muss er sein. Interessant aber, dass die ganzen Müllbeutel leer sind. So.
Bitte sei hier, bitte sei hier. Ja. So, ihr seht ja, über seinem Kopf ist so ein Symbol. Ich hoffe, er funktioniert noch. Bewusstlos ist und nicht tot. Das Zimblet. Ist wohl noch alles da. Sieh mal einer an. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Ich glaube, das könnte gehen. Aber das ist halt Hitman, ne? Du kannst jetzt die Netzbombe herstellen. Sofort fahr nix drücken. Halt X gedrückt, um die Netzbombe herzustellen. Ja, sicher. Was ist das denn hier? Achso. Geschafft! Da ist der Typ, der sich für Spider-Man hält. Oh. Kalt stellen! Probieren die doch direkt mal aus. Die Netzbombe da. Was ist das? War so nicht. LOL! Okay, das ist geil. Ich weiß, Kollege. Aber du bist böse, Mann. Okay, nun ja, der Abend läuft nicht wie geplant. Wo soll ich schlafen? Ich könnte das bei MJ versuchen. Sind da Bomben drin und Kabel? Ich frag nicht. An nach MJ. Und das seht ihr erst in der nächsten Folge, Leute, von Spider-Man. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Mal gucken, was da passiert. Knister, okay. Knister. Wie überzeuge ich MJ, mich auf den Sofa zu lassen? Das ist eine gute Frage, Spider-Man. Das schaffst du schon. Hi, MJ. Ich bin's, Peter. Könnte ich vielleicht heute Nacht... Oh, das ist zu formell. Ist ein bisschen gefährlich.